Heise und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Ja, wieso begrüße ich euch in so einem komischen Bildschirm zurück? Das hat den einfachen Grund, dass Cell einfach mal meinte, mich angreifen zu müssen, noch bevor ich Pause drücken konnte. Tja, sowas passiert. Ich versuche mich jetzt hier irgendwie mal rauszuretten. Mal gucken, ob das klappt. Wobei... Ja, yeah, wunderbar. Ja, wär doch ab. Nee, wär nicht ab, brauchst du nicht. Lass dich treten, mein Junge. Lass dich von durch die Gegend treten. Kannst du ja so gut so. Jetzt sitze ich aber wieder am Drücker und nun schlag ich ihn einfach mal ein bisschen die Birne weich. Was finde ich auch eigentlich recht gut funktioniert. Zack. So, ich werde versuchen, die Chance direkt für einen Super Kamehameha zu nutzen. Denn er kann sich ja nicht wehren. Und das wäre ja traurig, wenn ich diese Chance einfach flöten lassen würde. Ich im Gegensatz könnte mich wehren, wenn er auf dieselbe Idee kommt. Aber das wird er nicht. Wo bin ich? Denn das würde böse für ihn enden. Und das macht... Nein! Oh, er versucht's. Da kann ich antworten. Als ob ich das zulassen würde, genau. Das war's. I'll show no mercy to anyone. The earth shall be gone! I was nothing but a burden for you, Gohan. I'm sorry. What's the matter, Gohan? Aren't you going to fight for your life? Just kill me. I know that I can't fight back at this point. It's too bad. I wanted so badly to beat you senseless. What a disappointing end to our little game. Well then, I suppose it's time for you to die. Dad, I'm sorry. I couldn't protect the Earth from Cell. I'm a failure. Oh, Gohan, what are you doing? You can't give up. Dad? You've got to keep fighting. You have to hit him as hard as you can. If you do, I'm sure you'll win. Believe in your own strength, Gohan. He's so scared, he's talking to himself. I'll lend you my power. We can do this together. Okay, I'll try as hard as I can. You can do it, Gohan. Don't let my death be in vain. Avenge my death. Dad, I'm sorry. It was my fault that you gave up your life. Don't worry. I'll have a great time in the other world with King Kai. In the meantime, you have a happy life on Earth. You hear me? Yeah. Time's up, kid. Gohan hat neuen Mut gefunden, um sich Sarah zu stellen. Das wird in einem ziemlich, ja, mal gucken, wie sie es hier darstellen. Mich heftigen Kamehameha-Duell. Das gestellt. Eigentlich greift Gohan jetzt nur an, weil Vegeta original vorher eingegriffen hatte mit einem Big Bang, mit einer Urknallattacke und Cell dadurch ablenken konnte. Dann hat Goku gesagt, hier, deine Chance, nutz sie. Und gut war's. Yes, he beat him. They beat Cell completely. Kakarot and his son did it. Darn you, Kakarot. Going off to die like that. I'll never fight again. Tja, das hat Vegeta jetzt eine ziemliche Narbe verpasst. Er hat jetzt einfach keinen Bock mehr zu kämpfen.
Hauptcharakter, Cell, perfekt. Freigestellt. Jo, freigespielt. Überall auf der Erde nimmt man an, dass Mr. Satan Cell besiegt hat. In der Zwischenzeit brechen die Zeltkämpfer zu Gottes Tempel auf, um alle wieder zu Leben zu erwecken, die von Cell getötet wurden. Alle Leute, die von Cell getötet wurden, werden von Shenlong wiederbelebt. Nur Son Goku nicht, der im Jenseits trainieren will. Als zweiten Wunsch bittet Kuririn Shenlong darum, dass die Bomben, die in Nummer 17 und Nummer 18s Körper platziert sind, entfernt werden. Die Z-Kämpfer kehren in ihre eigenen Leben zurück. Der nächste Tag. Trunks sagt Bulma und den anderen Lebewohl und kehrt in seine eigene Zukunft zurück. In der westlichen Hauptstadt von Trunks Zukunft allerdings, ja, da ist ja noch was. Trunks, der mit seiner Mutter Bulma wieder vereint ist, fliegt zu den Cyborgs, die die Städte zerstören. Da kommt noch mehr? Nee, da kommt nicht mehr, Gürt. Ja, dann geht es mal weiter, dann sehen wir auch mal die Zukunft von Trunks. Da können wir auch mal gucken, wie Trunks sich schlägt. Wir haben ja mittlerweile im Moment nur einmal mit denen kämpfen dürfen. Say goodbye. Oh, Trunks, you're still alive? Can't we just get rid of him once and for all? He's a real pain in the neck. Well, I guess we'll have one less weakling to mess with, but whatever. Do what you like, 18. Tja, die Cyborgs aus Trunks Zukunft, aus seiner Zeit sind ja noch existent und die will Trunks nun endgültig vernichten. Denn jetzt ist er stark genug, um es mit den beiden aufzunehmen, die es sogar geschafft haben, Son Gohan zu töten. Also den Son Gohan aus Trunks seiner Zeit und nicht den, den wir kennen. Dann gucken wir was der so kann. Das war schon mal nichts. Verändere die Zukunft. So ein komischer Name, eine Attacke. Hat es mehr erhofft? Tja. Das war hart genug. Also C18, komm. Na, ja, das ist dann gewesen. Tja, C18. Ebenfalls hat Trunks C18 in der Serie genauso getötet, mit dieser Attacke. Daraufhin C17, what the fuck is going on? Why is he so strong? That's impossible. What? How? How could you just do that to 18? That was for all of my friends, the ones you killed. And this is for Gohan!